Das autonome Fahren von Fahrzeugen und Geräten gewinnt eine immer größere Bedeutung. Im Segment der Landwirtschaft sind bereits heute GPS-geführte bzw. unterstützte Großtraktoren im Einsatz. Im Bereich der Grünpflege haben sich autonome Kleinrasenmäher für den privaten Haushalt etabliert. Demgegenüber existieren im Segment der kommerziellen Grünpflege, zum Beispiel klassische Sitzrasenmäher, noch keine technisch ausgereiften und zugelassenen Produkte. Vor diesem Hintergrund haben sich die Firmen Comtech Intelligente Lösungen GmbH aus Möckmühl, Nähe Heilbronn, und die Fraport AG zusammengeschlossen und entwickeln derzeit gemeinsam einen autonom fahrenden Rasenmäher für die Grünpflege am Flughafen Frankfurt-Main. Wir bewirtschaften hier am Flughafen Frankfurt mehrere Millionen Quadratmeter Grünfläche. Allein in unserem Start- und Landebahnsystem und in den Rollwegen sind es roundabout 7 Millionen Quadratmeter. Und all diese Flächen werden dreimal im Jahr gemäht. Das heißt, wir reden hier insgesamt über ca. 20 Millionen Quadratmeter Mähfläche. Und diese etwas doch eintönige Arbeit wird durch unsere Mitarbeiter bei Wind und Wetter und meistens in der Nachtarbeit durchgeführt. Wenn wir das automatisieren könnten, wäre das natürlich ein toller Schritt nach vorne. Die handelsüblichen fernbedienbaren Mäher der Firma Comtech werden technologisch aufgerüstet, sodass sie selbstständig eine zuvor einprogrammierte Fläche bearbeiten können. Vorher einprogrammierte Hindernisse eigenständig umfahren. Vorher nicht bekannte feste und bewegliche Hindernisse erkennen, anhalten und nach zwei gescheiterten neuerlichen Anfahrversuchen eine entsprechende Information verschicken. Erkennen und anhalten, wenn Sie die vorher einprogrammierte Fläche verlassen und eine entsprechende Information verschicken. Für Tests ist Frank Hemmerich, der Geschäftsführer der Firma Comtech, immer wieder vor Ort und erklärt die technischen Details des extra für Fraport angepassten Rasenmähers. Zum heutigen Test kommt ein Roboflail One zum Einsatz. Dieses Gerät ist ein handelsübliches Gerät ferngesteuerter Bauart. Angetrieben mit einem Benzinmotor mit 25 PS Motorleistung und einer Schnittbreite von 122 cm. Das Gerät wurde ausgestattet mit einer GPS-Technik für die Routenplanung, mit einer WLAN-Antenne für die Konnektion zum Tablet und mit einer GSM-Antenne, um die Funkverbindungen aufzubauen, um die Datensignale der Referenzstation zu bekommen. Im Vergleich zu dem ersten Test ist das Gerät wesentlich größer und antriebsstärker geworden. Nach erfolgreichen Tests vom Kleingerät sind wir jetzt in der Lage, auch große Geräte mit dieser Selbststeuerungstechnik für das autonome Mähen von Grünflächen auszustatten. Fraport ist zurzeit in mehreren Innovationsprojekten unterwegs. Das Projekt hier ist nur ein Teil davon. Der Test heute war recht erfolgreich, wobei in einigen Details einige Funktionalitäten nochmal nachgebessert werden müssen. Wir gehen aber davon aus, dass wir im ersten Halbjahr 2018 einen langen Dauertest durchführen können, sodass wir damit auch nachweisen können, dass das Gerät sicher funktioniert und bei uns im Flugbetrieb, bei den Flugbetriebsflächen eingesetzt werden kann. Die Zukunft hat begonnen.